Achtung Kaffeefahrt. Das heißt, stundenlange Irrfahrten kreuz und quer durch Nordrhein-Westfalen. Man ist praktisch über anderthalb Stunden unterwegs und stehe schon wieder so 2-3 Kilometer vor meiner Haustür. Verkaufsveranstaltungen, bei denen die Teilnehmer mit allen Mitteln unter Druck gesetzt werden. Die Leute sind eingesperrt. Und es könnte der Tatbestand der Freiheitsberaubung in Frage kommen. Und große Versprechen, die mit der Angst um die Gesundheit spielen. Prostatakrebs will ich nicht haben. Deshalb trage ich jeden Tag links und rechts in meiner Hosentasche einen Hämatit. Wir haben Kaffeefahrten mit versteckter Kamera begleitet und Unglaubliches erlebt. Mit welchen falschen Versprechen und Tricks die Verkäufer abkassieren und wie man sich dagegen wehren kann. Jetzt in der Servicezeit-Reportage. Josef Ritter aus Kerpen findet diese Einladung in seinem Briefkasten. Das Angebot klingt verlockend. Eine Kaffeefahrt mit netten Leuten, leckerem Essen und tollen Geschenken. Einen Fernseher und eine Kaffeemaschine für jeden Teilnehmer. Wenn ich so etwas lese, geht zum ersten durch meinen Kopf, welche Firma hat so viel zu verschenken? Da muss ein Haken hinter sein. Also bittet Josef Ritter die Servicezeit um Hilfe und wir schalten einen echten Kaffeefahrtexperten ein. Hermann Kipnowski. Der pensionierte Polizist hat schon viele unseriöse Kaffeefahrten hochgehen lassen. Für uns guckt er sich die Einladung genauer an. Typische Kaffeefahrt. Keine Firma richtig beschrieben, keine klare Anschrift, Versprechungen, die unerlaubt sind. Derartige Veranstaltungen sind unseriös. Wie unseriös, das wollen wir herausfinden. Gemeinsam mit Josef Ritter. Er spielt unseren Maulwurf und wird von uns mit einer versteckten Kamera ausgestattet. Los geht's schon am frühen Morgen an dieser Bushaltestelle in Kerpen bei Köln. Unser Experte Hermann Kipnowski beobachtet das Geschehen aus unserem Teamwagen und erkennt den Kaffeefahrtbus sofort. Oh, das ist mein Freund. Das ist der, dem ich in Bornheim damals die Meinung gesagt habe. Ja, und wie sich nachher herausstellen wird, kennt dieser Busfahrer den Ex-Polizisten auch noch sehr gut. Wir folgen dem Bus und schon nach kurzer Zeit hat Hermann Kipnowski einen ersten Verdacht. Der Busfahrer, der fährt hier über die Dörfer und um Zeit zu gewinnen, fährt er an verschiedenen Stellen im Dorf, im Kreis und tut so, als wenn er eine Haltestelle vergessen hätte, um die Leute schon mal gleich müde und mürbe zu machen. Denn dann wollen die hinterher schneller in die Veranstaltung. Auch Josef Ritter kommt das nachher komisch vor. Man ist praktisch über anderthalb Stunden unterwegs und stehe schon wieder so 2-3 Kilometer vor meiner Haustür. Ist nicht mehr normal. Fast 4 Stunden braucht der Bus, um am Ziel seiner Irrfahrt anzukommen. Und das liegt, die nächste Überraschung, in Venlo, kurz hinter der niederländischen Grenze. Normale Fahrtzeit, gerade mal 1 Stunde. Über eine steile Treppe geht es für die oft älteren Teilnehmer in den Veranstaltungsraum. Josef Ritter filmt für uns alles mit versteckter Kamera und hält Experte Kipnowski per SMS auf dem Laufenden. Schon bald hat er einiges zu berichten, denn es wartet schon die nächste Überraschung. Vollkommen unverhohlen gibt der Verkäufer zu, dass es die versprochenen Geschenke aus der Einladung nicht gibt. Was ich witzig finde bei der Einladungskarte, hier steht drauf, bringen Sie 2 stabile Taschen mit und eine 2. Person zum Tragen. Haben Sie alle Taschen mitgebracht? Ah, ich sehe schon, Trolleys habt ihr euch mitgebracht. Ich meine, vorbereitet sein ist ja gut. Manchmal kann es ja auch sein, dass es wirklich was gibt. Gibt es in der Kaffeefahrtwirklichkeit aber nicht. Das macht der Verkäufer den Teilnehmern sofort klar. Eine Offerte ist ein Angebot. Der Fernseher ist für Sie offeriert. Sie können den haben, müssen ihn aber bezahlen. Wer von Ihnen hat geglaubt, dass eine Offerte wirklich ein Geschenk ist? Oder hat jemand gedacht, der Fernseher ist umsonst? Genau mit dieser kleinen Formulierung tricksen die Verkäufer. Denn in der Einladung steht, als Dankeschön für Ihre Teilnahme offeriert Ihnen die Räucherkarte einen Farb-TV. Der Fernseher ist nach dieser Lesart lediglich eine Offerte, also ein Angebot und kein Geschenk. Dasselbe gilt für die Kaffeemaschine.
Beides wird angeboten, muss aber bezahlt werden. Gerade die älteren Teilnehmer sind durch diesen Formulierungstrick verwirrt und verunsichert. Die Verkäufer sichern sich so rechtlich ab. Denn Gewinnversprechen machen und sie dann nicht einhalten, ist gesetzlich verboten. Also, kein Fernseher, keine Kaffeemaschine, noch nicht mal ein Gläschen Sekt gibt es. Den Sekt darf ich Ihnen nicht ausschenken, sonst würden die Leute behaupten, dass wir sie betrunken machen wollen, damit wir ihnen viel verkaufen können. Viel verkaufen wollen die Veranstalter auch ohne Sekt. Für Gesundheitskissen, Reisen, Bügeleisen und Co. sollen die Teilnehmer mehrere hundert Euro zahlen. Alles natürlich in Top-Qualität. Doch das beste Angebot kommt noch. Ein vermeintliches Wundermittel für schlappe 1000 Euro. Wenn man alles ansprechen würde, wofür diese Tabletten wichtig und gut sind, dann müsste ich Ihnen ganze 4 Seiten Kleingedrucktes vorlesen. Doch das Wichtigste ist natürlich, sie sind gut fürs Herz. Eine Aussage, die medizinisch nicht belegt ist. Der Verkäufer verstößt mit dieser Behauptung gegen das sogenannte Verbot krankheitsbezogener Werbung und macht sich damit strafbar. Josef Ritter informiert unseren Experten Hermann Kipnowski per SMS und der sieht nur einen Ausweg. Er ruft die deutsche Polizei. Schon nach wenigen Minuten meldet sie sich zurück mit neuen Informationen. Die deutsche Polizei hat die Kollegen hier in Venlo angerufen und die haben dann gesagt, dass hier die Gesetzeslage etwas anders gelagert ist, weil wir hier auf holländischem Boden sind. Und die Kollegen hier vor Ort sind mit dieser Art Kaffeefahrten und Betrügereien, wie in Deutschland bekannt ist, hier absolut unbewandert und sind daher nicht in der Lage, hier konsequent einzuschreiten, wie es in Deutschland der Fall ist. Die Verkaufsveranstaltung in Venlo, also kein Zufall. Die niederländische Polizei überlässt die Teilnehmer ihrem Schicksal. Ex-Polizist Kipnowski versucht selbst einzugreifen und wird entdeckt. Die Busfahrer haben gerade festgestellt, dass ich hier bin. Und die kennen Sie auch? Die kennen Sie auch, kennen mich auch. Die wissen seit einigen Jahren, dass ich bei verschiedenen Veranstaltungen denen etwas unangenehm war. Sofort wird reagiert. Vorhänge zu, sogar die Ausgangstür wird abgeschlossen. Die Leute sind eingesperrt. Und es könnte der Tatbestand der Freiheitsberaubung in Frage kommen. Plötzlich herrscht hektisches Treiben und reger Verkehr in und um die Gaststätte. Mehrere Menschen kommen und gehen. Versuchen hier die ersten Verantwortlichen abzuhauen? Hermann Kipnowski kennt solche Verwirrspielchen. Das ganze Hin- und Herlaufen durch die Beteiligten ist ein Spiel auf Zeit, um abzulenken, um uns auch müde zu machen, damit wir unter Umständen aufgeben und sie in Ruhe die noch eingesperrten Leute abfahren können. Wir nutzen die Gelegenheit und sprechen die Wirtin der Gaststätte auf die Verkaufsveranstaltung an. Wissen Sie, was in den Verkaufsveranstaltungen? Ich bin dabei gewesen, alles war okay, die Leute waren ganz zufrieden. Doch wenn alles okay ist, warum schließt sie dann die Tür ab? Drinnen geht die Verkaufsveranstaltung noch 2 Stunden weiter. Dann erst, nach unglaublichen 13 Stunden, dürfen die Teilnehmer endlich raus. Sichtlich erschöpft nehmen sie den langen Tag mit Galgenhumor. Was bleibt ihnen sonst auch übrig? Ach, ist das schön, endlich frische Luft. Habt ihr euren Fernseher alles gekriegt? Ja, im Geiste. Wir hätten wir da mitbringen müssen. Hier, die haben heute gut verdient. Je nachdem, wer das macht, die machen das jetzt ganz Kompliment. Die drehen dir alles um und machen alles neu. Und da fallen die meisten Leute rein. Und deshalb endet die Kaffeefahrt für sie ohne Geschenke. Aber für die meisten wohl mit einigen 100 Euro weniger im Portemonnaie. Die Veranstalter wollen uns nicht erklären, warum es keinen Fernseher gab und warum man die Teilnehmer so lange hinter verschlossenen Türen gelassen hat. Nur der Busfahrer erkennt seinen alten Bekannten Hermann Kipnowski, beschimpft und droht ihm. Noch immer nicht verreckt? Naja, vielleicht nächste Woche. Josef Ritter ist auch noch am nächsten Tag von der Fahrt vollkommen erschöpft. Fragen Sie mich nicht, es war schrecklich. Schrecklich lang. Ich bin müde, kaputt
und will von alledem jetzt gehörigen Abstand haben. Bei der Kaffeefahrt in Venlo konnte weder die deutsche noch die niederländische Polizei etwas machen. Was aber, wenn eine solche Verkaufsveranstaltung in Deutschland stattfindet? Bei unserer Recherche stoßen wir auf eine weitere Einladung. Und die hat es in sich. Erneut stehen weder Kontaktdaten noch Zielort in dem Schreiben. Doch es gibt einen Unterschied zur ersten Einladung. Die Veranstalter betonen schwarz auf weiß, dass man hier ganz sicher gewonnen habe. In der Einladung steht: Einerseits gibt es viele Gewinnversprechen, die nicht eingehalten werden. Andererseits hat der Gesetzgeber dafür gesorgt, dass sich der Gewinner auf der sicheren Seite befindet. Jeder Gewinn muss auch übergeben werden. Diese kluge Entscheidung unterstützen wir natürlich voll und ganz. Dadurch werden Sie als Gewinner geschützt. Tatsache ist und bleibt aber, bei uns haben Sie garantiert gewonnen. Herzlichen Glückwunsch! Garantiert gewonnen, und zwar treue Pakete im Wert von 1.800 Euro. Dieser Gewinn soll während der Veranstaltung garantiert gesetzestreu überreicht werden. Zweifel scheinen unmöglich. 1.800 Euro geschenkt? Das wollen wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Deshalb wird Lilo Servaas für uns an der Kaffeefahrt teilnehmen und versuchen, ihren Gewinn abzuholen. Auf 90% werden die Leute auf der Kaffeefahrt verarscht. Aber heute werde ich noch mal versuchen, mal sehen, was sich noch tut. Auch sie statten wir mit einer versteckten Kamera aus, um zu sehen, ob sie das Treuepaket auch tatsächlich übergeben bekommt. Für so viel Geld muss man früh aufstehen. Um 6 Uhr verlässt Lilo Servaas das Haus. Denn schon kurz vor 7 fährt der Bus in Loma bei Bonn ab. Das ist früh, ja, dann fahren die auch weit. Wohin die Reise genau geht, weiß beim Start noch keiner der Teilnehmer. Doch eins wird ganz schnell klar. Es wird wieder eine Irrfahrt über Dörfer und Landstraßen. Wir folgen dem Bus bei seiner Zickzack-Tour durch Nordrhein-Westfalen. Doch dieses Mal endet die Route nicht in den Niederlanden. Wir bleiben in Deutschland, genauer in Düren bei Köln. 3 Stunden hat unsere Fahrt hierher gedauert. Dabei sind wir gerade mal 75 Kilometer, also eigentlich nur eine knappe Stunde vom Start entfernt. Bevor es hier losgeht, stehen die Verkäufer noch ganz entspannt und seelenruhig vor der Gaststätte. Doch wie schon bei unserer ersten Kaffeefahrt kommen sie auch hier direkt nach der Begrüßung zum entscheidenden Punkt. Auf der Einladungskarte stehen Treuepakete im Wert von 1.800 Euro. Heißt es aber nicht, dass man die Knete bekommt. Oder habt ihr schon mal Geld bekommen? Nochmal zur Erinnerung. In der Einladung stand explizit, dass die Gewinne garantiert gesetzesgetreu übergeben werden. Offensichtlich ist diesem Verkäufer das Gesetz aber völlig egal. Und auch die Aussicht auf seine folgende Verkaufsshow klingt nicht gerade verlockend. Wie wollen wir den restlichen Tag miteinander umgehen? Ehrlich oder wollen wir uns gegenseitig die Taschen volllegen? Ehrlich? Also, habt ihr schon mal Leute gesehen, die vor lauter Freude geweint haben? Ja, wird es heute zum Schluss der Veranstaltung geben. Aber es gibt auch noch die andere Kategorie. Das sind die, die sich zum Schluss vor Wut in den Arsch beißen. Wir sind gespannt, wie es am Ende ausgeht. Der Verkäufer hat für die überwiegend älteren Teilnehmer direkt etwas ganz Besonderes dabei. Heilsteine. Das ist der Malachit. Hier steht, aufgelegt auf die Knochen oder Wirbelsäulen lindert er Rheuma, Bandscheiben und Gelenkentzündungen. Er dringt aber auch ins Nervensystem ein und bewahrt vor Gewebsverhärtungen im Gehirn und im Rückenmark. Also bewahrt vor Multipler Sklerose. Besonders bei älteren Menschen lindert und heilt er vorhandene Krankheiten. Auch, guckt her, bei Asthma und zu hohem Blutdruck. Und das ist nur einer von zig Heilsteinen, die er heute verkaufen will. Jeder dieser Steine habe ganz besondere Heilkräfte gegen die unterschiedlichsten Krankheiten. Doch von einem Wunderstein ist der Verkäufer besonders fasziniert. Das ist eine Sonderanfertigung. Da kostet einer schon 25 Euro. Das ist kein Stück Eisen, das ist ein Hämatit. Von so etwas sind die Teilnehmer beeindruckt. Dass dieses Geräusch eher dazu da ist, Kinder zu begeistern,
erfahren wir erst später. Der Hämatit allein wäre zu klein. Aber der Hämatit ist von Haus aus eisenhaltig. Und weil er eisenhaltig ist, kann ich den Stein magnetisieren. Und dadurch erhält der Stein die 20-fache Wirkung. Ich trage sowas auch, vor allem zur Prophylaxe. Prostatakrebs will ich nicht haben. Deshalb trage ich jeden Tag links und rechts in meiner Hosentasche einen Hämatit. Bei dieser Stärke können wir jetzt das Immunsystem zu 45% wieder aufbauen. Das heißt für mich auch, 45% mehr Chancen, nicht mehr an der Krankheit Krebs zu erkranken. Auch bei den Damen. Ein Stein, der angeblich vor Krebs schütze und ihn sogar heilen könne. Außerdem auch bei Inkontinenz und Regelschmerzen helfe. Klingt unglaublich und ist medizinisch natürlich nicht belegt. Damit macht der Verkäufer klare sogenannte Heilversprechen und einen klaren Fehler. Denn wenn er dieses Versprechen nicht halten kann, macht er sich strafbar. Da macht es auch keinen Unterschied, dass es die Steine angeblich nur heute im Sonderangebot gibt. Beeilt euch! Einer kostet 25 Euro, zwei 50 Euro. Ich nehme heute für zwei Stück nur 25 Euro. Ich bettle da auch nicht hinterher. Für diesen Preis kriegt ihr die nicht wieder. Unser Maulwurf Lilo Servas schnappt sich ein paar dieser Wundersteine. Dazu eine Salbe, die es heute im Super-Sonderangebot gibt. Sonst kostet die Creme angeblich 40 Euro. Bei mir kostet die nur sage und schreibe 24,80. Und wer die 20 Cent wiederhaben möchte, der konnte mich nicht leiden. Und jetzt, Kinders, ich komme jetzt eben rum und kassiere ab. Geld kassieren und weiter geht's mit der Verkaufsshow. Seine nächsten Produkte, Halsketten und Armbänder. Doch plötzlich wird die Situation für Lilo Servas brisant. Kommst du mal zu mir nach vorne? Ausgerechnet unser Maulwurf soll als Kettenmodel herhalten. Fliegen wir jetzt auf? Könnt ihr gucken. So wird die Kette zusammengemacht. Was ist da drunter? Ich sage es euch, die hat eine Kamera versteckt. Aber was soll's, Spaß beiseite, stört mich doch gar nicht. Hat der Verkäufer die versteckte Kamera tatsächlich entdeckt? Lilo Servas lässt sich nicht aus der Ruhe bringen und kann wieder zurück an ihren Platz. Doch wie wird der Verkäufer reagieren? Lilo Servas verlässt die Veranstaltung für ein paar Minuten, um uns zu informieren. Er hat mir eine Kette umgelegt und hat da gesagt, ich soll das nicht, muss ich haben. Ja, was ist das? Das geht dich nicht so an. Der was gemerkt hat, glaube ich nicht, ne? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wir müssen schnell reagieren. Damit die Veranstaltung normal weitergehen kann, geht unser Maulwurf zurück in die Gaststätte. Wir informieren währenddessen das Ordnungsamt. Jetzt ist im Grunde die Frage, können Sie vom Ordnungsamt hier was machen? Sprich, schauen, ist diese Veranstaltung angemeldet? Wenn nein, können Sie das Ordnungsamt rausschicken und die Personalien zum Beispiel überprüfen. Kurz darauf treffen die Beamten des Ordnungsamts ein. Wir wollen mit Ihnen zusammen die Veranstaltung überprüfen. Doch die Gaststätte ist verschlossen. Vor der Tür keine Reaktion. Ganz anders in der Gaststätte. Dort macht der Verkäufer einen unerwarteten und radikalen Kurswechsel. Ich habe eine Überraschung für euch. Uns sind heute alle Artikel kostenlos und gratis zur Verfügung gestellt worden. Hektisch, wahllos und in einem großen Durcheinander gibt er allen Teilnehmern ihr Geld zurück. Damit will er verhindern, später angreifbar zu sein. Wir stehen immer noch vor verschlossenen Türen und machen uns mittlerweile Sorgen um die Teilnehmer. Drinnen geht unterdessen alles ganz schnell. Der Verkäufer lässt alles stehen und liegen und flüchtet. Tschüss dann. Er verschwindet einfach durch den Garten.
Lino Servas versteckte Kamera zeichnet das alles auf. Unser Warten vor der Tür hat jetzt erst ein Ende. Eine Verkaufsveranstaltung. Da müssen wir kurz rein. Die Teilnehmer sitzen abgeschottet in einem großen Saal im hinteren Teil der Gaststätte. Guten Tag zusammen. Guten Tag. Ich bin von der Stadtverwaltung Dürr, vom Ordnungsamt, also mein Kollege. Wer ist der Verantwortliche hier? Sind Sie der Veranstalter? Nein. Wer ist denn der Verantwortliche? Der ist weg. Der ist weg. Wir sind erst einmal erleichtert. Anscheinend geht es allen Teilnehmern den Umständen entsprechend gut. Der Verkäufer hat die Flucht ergriffen und auch für die Teilnehmer geht es hier nicht weiter. Meine Damen und Herren, die Veranstaltung wird hiermit sofort beendet. Nur dass Sie Bescheid wissen, wir nehmen Ihre Schutze. Denn die Verkaufsveranstaltung war nicht angemeldet, damit illegal. Weitere Produkte, die offenbar auch noch verkauft werden sollten, sind nur notdürftig abgedeckt. Die Beweise eindeutig. Die Veranstalter können sich auf eine saftige Strafe einstellen. Der Gaststättenbetreiber kommt dieses Mal mit einer Verwarnung davon. Um alle weiteren und schwerwiegenderen Vergehen, die wir beobachtet haben, werden wir uns später kümmern. Auch Lilo Servas verlässt die Gaststätte und zeigt uns die erworbenen Gegenstände. Doch nach so vielen Verkaufsreden weiß sie schon gar nicht mehr, was sie da eigentlich in der Hand hat. Was ist das denn, was du da gekauft hast? Das ist, guck mal. Wofür ist das? Boah, original rum. Riesentube. Moment, lass mal gucken. Und die Steine, wofür sind die? Für die Prostata. Die kann man in die Prostata stecken, damit der Mann die brächte. Und für die Frauen, für die Blase. Doch was hat es wirklich mit der beworbenen Salbe und den sogenannten Heilsteinen auf sich? Preisempfehlung für die Salbe Alpenkräuter-Emulsion 24,80 Euro. Sie sieht nicht nur nach Zahncreme aus, sie riecht auch so. Was natürlich nichts über die Qualität sagen muss. Doch bei unserer Internetrecherche bekommen wir die gleiche 200 ml Tube für gerade mal 5,99 Euro. Ein Viertel des Kaffeefahrtpreises. Bei den angeblichen Heilsteinen wird es schon schwieriger. Keine Verpackung, keine Anleitung. Die Steine wurden den Teilnehmern genauso nackt in die Hand gedrückt. Hinweise auf die versprochenen Heilwirkungen des Hämatit gegen Prostata- und Blasenkrebs finden wir, wie erwartet, nicht. Aber wir finden Magnetsteine, die den angeblichen Heilsteinen verblüffend ähnlich sehen, auf einer Internetseite für Kinderspielzeug. Dort werden sie als Klapperschlangeneier für 2,20 Euro angeboten. Unglaubliche 10-mal so viel verlangte man bei der Kaffeefahrt. Wir wollen es genauer wissen und bestellen beide Produkte. Ein paar Tage später bekommen wir die Pakete. Das Kinderspielzeug sieht den Original-Heilsteinen von der Kaffeefahrt täuschend ähnlich. Also Spielzeug statt Heilstein? Kinder beglücken statt Krebs bekämpfen? Wir wollen sicher gehen und treffen uns mit jemandem, der es wissen muss. Urologe Dr. Tobias Jäger aus Essen. Wofür können die denn gut sein? Ja, das ist eine gute Frage. Also, sind magnetisch? Hätte ich jetzt keine Idee. Diese Steine wurden als Heilsteine verkauft. Prostatakrebs will ich nicht haben. Deshalb trage ich jeden Tag links und rechts in meiner Hosentasche einen Hämatit. Bei dieser Stärke können wir jetzt das Immunsystem zu 45% wieder aufbauen. Das heißt für mich auch, 45% mehr Chancen, nicht mehr an der Krankheit Krebs zu erkranken. Auch bei den Damen. Also da wäre mir jetzt beim Nachdenken auch kein Mechanismus bekannt, der in irgendeiner Form dafür sorgen könnte, dass diese fraglichen Steine gegen die geschilderten Erkrankungen wirksam sein sollen. Die Gefahr, die sich mir daraus ergibt, ist, dass die Patienten sich auf die Wirkung dieser Steine verlassen und dann vielleicht Untersuchungstermine gar nicht wahrnehmen, weil sie denken, die Steine helfen, Früherkennungsuntersuchungen nicht wahrnehmen. Und dementsprechend halte ich sowas für sogar höchst bedenklich, das den Patienten zu empfehlen. Könnte man denn irgendwie beweisen, dass diese Steine irgendwie nur Magneten sind?
Wir könnten zumindest mal versuchen, die Steine zu röntgen. Da würden wir zumindest einen Hinweis bekommen, ob diese Steine eigentlich ein mineralisches Gestein tatsächlich sind oder ob es einfach was Metallisches ist, was einfach einem Magneten entspricht. Können wir mal machen. Ja, gerne. Ja, dann gehen wir mal. Zur Erinnerung, der Verkäufer hatte genau das betont. Er habe mineralische Steine im Angebot. Das ist eine Sonderanfertigung. Da kostet einer schon 25 Euro. Das ist kein Stück Eisen, das ist ein Hämatit. Das wollen wir überprüfen. Und deshalb landen die angeblichen Heilsteine erst einmal auf Dr. Jägers Röntgentisch. Doch sie sind natürlich das, was wir bereits geahnt haben. Also bei dem Röntgenbild habe ich überhaupt keinen Anhaltspunkt dafür, dass es sich um irgendeinen Stein handelt, sondern das erscheint mir ein Metall zu sein, einfach ein magnetisches Metall, was hier so ein bisschen gräulich schimmert. Und das den älteren Herrschaften als Heilmittel oder als Prophylaxe gegen Krebserkrankungen oder gegen Inkontinenz anzubieten, das ist sehr bedenklich und hier werden die älteren Herrschaften wirklich in das Licht geführt. Zwei Kaffeefahrten, zweimal erschreckende Erfahrungen. Stundenlange Busfahrten, um die Teilnehmer mürbe zu machen. Flucht ins benachbarte Ausland, um den deutschen Behörden zu entgehen. Verschlossene Türen, um den Verkaufsdruck hochzuhalten. Angebliche Gewinne, um die Teilnehmer zu locken. Falsche Heilversprechen, um mit der Angst um die Gesundheit Kasse zu machen. Trotzdem finden rund 100.000 Kaffeefahrten Jahr für Jahr statt. Warum nehmen immer wieder Menschen daran teil? Corinna Reisewitz von der Verbraucherzentrale NRW kennt den Reiz, den die Kaffeefahrten gerade für Ältere trotz allem haben. Es fahren immer wieder Leute mit auf die Kaffeefahrten. Das ist zum einen die Unwissenheit, weil man doch irgendwo glaubt, man kriegt da etwas umsonst. Man will sich ja auch so ein Schnäppchen nicht entgehen lassen und die Möglichkeit, vor Freunden möglichst noch als großer Gewinner dazustehen. Es gibt aber auch eine ganz andere Motivation. Also viele Leute fahren mit, obwohl sie wissen, dass es da nichts umsonst gibt. Einfach nur, weil man einen schönen Tag erleben möchte mit Leuten, die man nicht kennt. Zum Teil kennt man sich auch, weil man regelmäßig gemeinsam mitfährt. Und so ein bisschen Abwechslung ins Leben zu bekommen. Wer dennoch an einer Kaffeefahrt teilnehmen möchte, dem rät die Verbraucherschützerin zur Vorsicht. Wenn man wirklich mitfahren möchte, sollte man, wenn möglich, kein Geld mitnehmen oder nur einen ganz geringen Betrag, die Geldkarte zu Hause lassen. Und wenn man tatsächlich etwas kaufen möchte, sollte man auch nur etwas unterschreiben, was man versteht, was man lesen kann. Da sollte man darauf achten, dass wirklich eine Firma angegeben ist, eine Adresse angegeben ist, wo man hinterher dann auch Ansprüche geltend machen kann. Man sollte auch beachten, dass man nichts bezahlen soll direkt auf der Kaffeefahrt, weil das Geld, was man einmal gezahlt hat, ist in aller Regel leider weg. Unsere Arbeit ist hier noch nicht zu Ende. Wir wollen, dass die Verkäufer zur Rechenschaft gezogen werden und gehen zur zuständigen Polizei Düren. Dort zeigen wir Hauptkommissar Dietmar Schorn die Aufnahmen unserer versteckten Kamera und übergeben unsere Rechercheergebnisse. Das ist einer der Ziele der Ermittlungen, die zurzeit geführt werden, rauszubekommen, wer ist denn Veranstalter, wer sind die Personen, die das verkauft haben, damit man denen auch später mal den Vorwurf machen kann und sagen, so, sie sind da in dieser Art und Weise aufgetreten, das könnte ja eine Straftat sein. Ob das ein Betrug ist, ob das ein Verstoß gegen das Heilmittelgesetz ist oder Arzneimittelgesetz ist, da werden ja unter anderem, ich habe das Video gesehen, Sachen versprochen, bestimmte Wirkungen, dieser Steine zum Beispiel, wenn sich die in die Hosentaschen tun, dann entsteht da kein Prostatakrebs, das ist ja eine vage Behauptung, wo man sagen kann, das ist ja hanebüchen. Was können Sie uns denn jetzt für Hoffnungen machen? Kann man gegen die Leute vorgehen, gegen solche Veranstalter? Wenn Sie unter Vorgehen sehen, dass wir dagegen ermitteln, ja, wir können Ermittlungen führen, das tun wir ja bereits. Unsere Recherchen haben dazu geführt, dass nun gegen die Organisatoren der Kaffeefahrt ermittelt wird. Wie die Ermittlungen ausgehen, wir bleiben dran. Damit den Drahtziehern solcher unseriösen Kaffeefahrten endlich das Handwerk gelegt wird.